Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen hier auf dem Kanal. Wir sind hier in einem Minion-Tycoon. Das heißt, wir können unsere eigenen kleinen Pets züchten. Also so wie ein Pet-X-Simulator, nur in Fortnite, Freunde. Ich weiß jetzt nicht, ob die Map funktioniert und ich weiß nicht, ob dieses Video jemals online kommt. Aber Kalle ist mit am Start, Freunde. Und die Map ist extrem beliebt momentan. Spielen es über 8000 Leute, Freunde. Also muss die Map ja irgendwas haben, was den Leuten gefällt. Kalle, wir haben hier das Tutorial. Wir haben hier 1 und 2. Hire Minions to collect resources. Okay. Das klingt nice. Und was steht hier? Sell resources to shop to earn gold. Okay. Klingt logisch. Aber wie heiern wir oder wie holen wir unseren ersten? Ah, spend gold to upgrade minions and increase farming efficiency. Also müssen sie upgraden, damit sie mehr farmen. Und dann können wir wiederum mehr verkaufen und kriegen mehr Gold. Unlock neue, wir kriegen, also wir können neue Räume unlocken und expand your army. Also wir können unsere Armee erweitern sozusagen. Okay. Wo kriegen wir unseren ersten Minion, der für uns farmt, Freunde? Aber das haben wir schon in unserer Hand. Warte, wir können hier wahrscheinlich drücken. Ah, Train Your Minion Army Tycoon. Ah, okay, Factory. Oh, warte mal, Talk to Jerry. Hä, die reden sogar, wie geil. Hey Boss, the factory is looking pretty empty. Make some UFN maps and start hiring. Hä? Wir müssen eine Map bauen, damit dann Dings... Wir müssen eine Map bauen und können dann sozusagen weitermachen. Make Map. Okay, warte mal. Das ist übel nice, Renne. Plus ein Gold. Ich habe eine Map gemacht. Ich auch. Aber, warte mal. Müssen wir jetzt die ganze Zeit, müssen wir jetzt 10 Mal draufdrücken einfach? Komm, ja, wir machen jetzt halt ganz viele Maps. Boah, Freunde, so simpel ist genau mein Ding. Ich sage euch, wie es ist. Und dann kommt immer dieser Cash-Sound, so wie in den Roblox-Simulatoren. Feier ich. Okay, wir machen kurz einmal 10 Gold und schauen, was dann passiert. Mal hier können wir zum Beispiel jetzt freikaufen. Hire Miner. Oh. Nein! Lol. Hä, wie geil ist das denn? Er baut sogar ab! Er baut ab und ich krieg dafür jetzt diese Dinger und kann die wiederum verkaufen. Warte mal, wie können wir, für wie viel können wir den nächsten auch wieder 10? Okay, sehr, sehr gemacht. Cool. Hä, hast du beide geholt schon? Jetzt habe ich auch einen geholt. Nee, nee, wir kriegen die gleichzeitig frei, wir sind ein Team. Nein, laber nicht. Doch, Mann. Kriegst du auch unten Steine die ganze Zeit? Jetzt ja. Ja, stimmt. Lol. Warte mal, dann holen wir direkt alle, Freunde. Okay, das ist Fortnite, so wie es sich in die Richtung bewegen sollte, Freunde. Genau so muss es sein. Ey, das ist okay. Insane. Lass mich doch den letzten holen. Yes. Wie viel kriegst du jetzt da unten? Wie fährst du schon? 52, 54? 28, 29, 30. Okay, wie viel hast du insgesamt? Ich habe insgesamt jetzt 34. Ja, ich habe 75. Und bei mir geht es jetzt noch schneller. Ach so, dann wahrscheinlich habe ich jetzt den hier und du hast die drei auf deiner Seite. So mäßig. Ja, aber du musst jetzt wahrscheinlich die anderen noch freikaufen, oder? Ich kann nichts verkaufen, ich kann nur upgraden, deine im Endeffekt. Ich verstehe, okay. Ja, ist ein bisschen doof für Kalle, Freunde, aber ist egal, ich nehme ja auf gerade, deswegen können wir zusammen, das so ein bisschen... Okay, Talk to Jerry. Okay, immer noch empty, aber das Ding ist, das kostet jetzt alles 150, 100 Dings und da will ich auf jeden Fall nicht auf meinem PC rumdrücken. Das heißt, wir gehen jetzt mal wieder zurück in den Shop. Ah, nee, nicht zurück, hier waren wir noch gar nicht. Da sind Zombie-Pits. Okay, der hat auch eine Quest für uns. Freunde, wie nice ist das denn gemacht? Okay, hier kann man verkaufen. Guck mal. Obsidian Ore. Was haben wir denn? Man kann es leider nicht sehen. Wir haben Copper. Das ist hier Copper vorne bei mir. Ist bei dem? Yes. Ah, guck mal. 100 Stück. Verkauft für 100 Gold. Perfekt. Ja, gut. Wir können jetzt zurück und wieder was upgraden, Freunde. Und dadurch wird es dann halt wieder stärker. Ich verstehe. Also das ist richtig, richtig nice gemacht. Supervisor. Okay. Welcher war deiner, Kalle, dass ich nicht umsonst reincache sozusagen? Das musst du gleich sagen. Ich glaube, der links, ne? Komm kurz zur Factory. Meiner ja, den, war der hier. Der hier, ne? Okay, dann hole ich hier mal Supervisor. Nein. 2 Copper per Second mehr. Per Second. Okay, per Second. Na, Freunde, das Ding ist, ich überlege in Deutsch und lese es in Englisch. Ich versuche es euch immer ein bisschen zu übersetzen, aber ihr seid ja auch nicht doof, ihr könnt ja wahrscheinlich alle Englisch. Und deswegen lassen wir das mal so. Wir graben uns nur noch ein bisschen Gold, was eigentlich wahrscheinlich jetzt schon unnötig ist, weil wir können wieder zurück unser Copper. Ja, ja, das bringt gar nichts, Digga. Diese ein Gold bringt gar nichts. Okay, ich gebe wieder zurück. Was denn? Ich glaube, wir sollten versuchen, hier was Neues freizuschalten. Ist das so ein Boxsack? So Boxer-Hiring. Nee, ich glaube, wir müssten erstmal unser Geld hochcashen mit den Mining-Dingen. Und dann haben wir automatisch mehr Dings. Aber warte mal, Millie hat hier eine Quest für uns. Wir haben Zombies eingetrappt. You can earn gold here, just buy some weapons. Ah, okay. Also kaufe ich mir eine Waffe und kann die damit dann sozusagen abknallen. Und man kann hier Armor und Weapons für Minions kaufen. Food, und das kostet aber todesviel. Okay, aber das bringt wahrscheinlich... Die für dich. Das ist, aber guck mal, die kämpfen dann für mich?
Denke ich mal, wenn du dir aber Armor und so kaufen kannst, die müssen ja für dich kämpfen. Guck mal, das Ding ist, ich könnte jetzt mal so eine... Oh, guck mal, hier kann man zum Beispiel ein Schwert und so für ein Gold holen. Dann holen wir uns mal ein Schwert, gehen mal in das Pit rein und kämpfen mal und gucken, wie viel wir bekommen. Zombie-Gold. Man kriegt dafür ein anderes Gold? Nee. Yo, das ist Glitch, Digga. Hier kriegst du richtig viel Cash, Kalle. Ich komm und helf dir. Ich hab schon 200 plus gemacht. Hau einfach auf die Zombies, Freunde. Man kann das die ganze Zeit machen. Man kriegt doch keinen Schaden. Okay, stark. Money Kalle, wenn du willst, mach schon mal weiter. Oder mach auch nicht weiter. Aber ich werde jetzt auf jeden Fall hier erstmal nochmal weiter Copper holen. Wir haben jetzt richtig viel Kohle, Freunde. So, noch einmal 100 abgeben. Zack, wir haben 900 Cash. Das heißt, wir können jetzt zurückgehen und wieder upgraden. Wir dürfen unsere Factory nicht vernachlässigen. Guck, wir kaufen hier Supervisor. Wir kaufen für Kalle auch mal einen, egal. Und wir kaufen hier auch nochmal einen. Bumm. So, jetzt kriegen wir... Oha, guck mal, wie schnell das nach oben geht, Freunde. Wir kriegen jetzt gute 100 Gold alle 10 Sekunden, was halt sehr, sehr stark ist. Und jetzt müssen wir uns als nächstes den Boxsack holen. Da hat Kalle recht, weil meiner upgraden kostet nochmal 1000. Ich glaube nicht, dass das jetzt schon worth ist, Freunde. André, ich bin dein Minion. Ich farm für dich Zombie-Gold. Geil. Ich habe schon fast 1000 gefarmt jetzt. Nice, nice. Okay. Zu zweit geht das alles natürlich ein bisschen schneller. Guck mal, wir haben jetzt 600. Wir gehen nochmal direkt zurück zur Factory und holen uns diesen Boxkämpfer oder was auch immer das ist. Boxer. Er boxt halt echt dagegen. Hey, wie cool ist das denn gemacht, Freunde? Was bekommst du dafür? Auch wieder Copper, denke ich mal. Also das geht jetzt auch nochmal schneller. Aber ich sag euch so, die Meta ist, glaube ich... Guck mal, das ist, gehört noch alles dazu. Next Room, ne? Oh, wir können Next Room für 3000 kaufen. Okay, warte mal. Wir gehen erstmal zurück. Wir gehen jetzt einmal zu Kalle und schauen, was bei ihm so geht. Na, hast du Spaß oder was? Ich hab fast 2000 Gold. Ich glaube nicht mal, dass es worth ist, sich eine Waffe hier zu kaufen, sondern mit Schwert killt man die halt schneller. Hey, und flächendeckend halt. Man weil wir müssen nicht zielen. Ich weiß nicht, ob man nachladen muss, weil dann könnte man eventuell sich eine MP holen oder eine Minigun oder so. Das wäre auch krass. Okay, wie viel Cash hast du? Ich habe jetzt 2000 glatt. Okay, kannst du das droppen? Ich glaube schon. Warte, komm mal kurz rüber. Ja, warte. Ich cash mir auch kurz in der Zeit. Ja. Oh, okay. Kalle ist einfach mein Minion. Er ist mein Super-Pet-X-Simulator mit Dings. Wie Stunny immer. Er casht komplett Geld rein. So, Kalle, jetzt müssen wir überlegen. Geh mal schon mal zur Factory. I go. Geh mal schon mal zur Factory. Ich komme mal hinterher. Das Ding ist, wir können die jetzt nochmal upgraden und haben nochmal mehr Copper pro Dings. Oder wir gehen in den nächsten Raum rein. Und da kann es sein, dass wir jetzt 3000 reincashen, Freunde, und dann auf jeden Fall nicht weiterkommen. Ja? Aber man kann hier links sehen, wenn du da links guckst, das Upgrade zum Abbauen kostet auch nur 10. Wir müssen das machen. Room unlocked. Guck. Warte, ich kaufe alles. Ich kaufe alles. Alles damit 10. Das nicht durcheinander kommt. Machen wir so. Und dann nochmal Supervisor überall freikaufen. Nochmal 150 auf Dings. Digga, wir haben so viel Cash jetzt. Okay, zack. Let's go. Copper per second. Let's go, friends. Was haben wir hier? Clean Trash? Wie viel kriegt man dafür? 10. Ja, okay, man kriegt auch so mehr, aber sag ich euch ehrlich, bringt nichts. Ja, das lohnt sich nicht. Das ist nur für die Tryhards. Weil wir können hier hingehen, Copper Ore 1000 Stück verkaufen, kriegen direkt 1k und wir könnten vom Ding her mal ausprobieren. Guck mal, wir haben hier eine Scar für 1000. Guck mal, 1000 ist nicht viel, Kalle, eigentlich, ne? Nee, das geht mal schnell zusammen. Aber ich glaube, dann kaufe ich mir lieber einen Vierfach-Raketenwerfer und schieße direkt immer 6-7 Leute gleichzeitig ab. Ich glaube, das ist besser als die Scar. Auch 1000. Bin mir nicht sicher. Komm, ich kaufe mir einfach mal die Scar, wir testen das aus, Freunde. Dafür sind die Videos ja da. Oh, cringe. Ja, okay. Kriegst hat man dann endlich Schuss? Man muss nicht nachladen. Nee, man kriegt nicht mehr Gold raus. Aber wenn wir uns reinstellen, glaube ich, spawnen halt mehr, oder? Ja, auf jeden Fall muss ich zwei Hits machen. Also das ist halt... Ja, ich muss auch zwei Hits machen. Aber ich glaube, dass es mit dem Ding schon besser ist, mit der Scar. Und die 1000 Gold hat man vom Ding in 2 Minuten wieder drinne, Freunde. Also vom Ding her, glaube ich, ist das mit der Scar schon besser. Weil man kann auch hier draußen chillen einfach. Hä, was machst du da? Ich will wissen, was das ist, diese Zielscheiben hier. Ey, ich will unbedingt die Minions freischalten, die hier die Zombies für uns killen. Das wäre übel nice. Boah, einfach so automatisch Leute, die für einen killen. Okay, okay, okay. Also das ist ein richtig, wie ein originaler Roblox-Simulator, nur... Man kann hier ein bisschen mehr Faxen machen und man muss kein Cash reinzahlen wie bei Roblox.
Mal warten, was sagt er denn zum Beispiel? Ah, nee, das habe ich schon gelesen. Na, schade. Ah, hier ist noch einer, der was sagt. Take care of your minions. You can't train an army in these living conditions. Okay, das heißt, er meint einen, auf den wir sollen ihn Essen kaufen. Okay, Kalle hier wieder rein. Und nebenbei wächst halt unsere Copper Ores nach oben. Das dürfen wir nicht vergessen. Und dann müssen wir wieder in unsere Factory. Bam, bam, bam. André? Ja? Ich glaube, wir müssen, damit wir die Minions zum Kämpfen holen können, hier vorne diese Upgrades bei den Typen holen, diesen Betten. Dass sie so eine Art Koja haben, hier bei mir. Ja, ich glaube, ne? Aber das kostet 20.000. Ja, ich glaube, das kriegen wir im Nachhinein schnell zusammen. Wir müssen jetzt unsere Factory weiter upgraden. Guck mal, hier können wir zum Beispiel noch den Miner upgraden. Machen wir mal. 3 Copper pro Sekunde plus. Wer ist er denn? Okay, wir holen direkt. Wir können direkt alle 4 upgraden. Das ist strong, Freunde. Guckt euch mal an, was für Minions wir hier jetzt haben, die für uns farmen. Und guckt mal, wie schnell das nach oben geht. Wir haben schon wieder 1500 klar gemacht. Und wir gehen nochmal kurz zurück zum Shop, tauschen direkt wieder um und können den Boxer auch nochmal upgraden. Das ist mir extrem wichtig. Ich will wissen, wie der aussieht. Okay, zack, zack. 2000 Cash auf Tash. Vom Dinger wäre es klüger, wenn wir jetzt in die Factory gehen und die anderen Miner auch nochmal größer machen. Aber ich will unbedingt wissen, wie der Boxer aussieht. Same. Jo, okay, sieht genauso aus, aber Box halt dagegen. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, was der Boxer bringt. Also wie viel der bringt. Hm. Na, egal. Wir grainen alles ab und dann holen wir uns den nächsten Raum, Friends, würde ich sagen. 5000 ist günstig. Ja, 5000 ist echt nicht viel, Freunde. Aber das ist dumm, was wir machen. Wenn, dann auf jeden Fall, oh, cringe. Wenn, dann müssen wir auf jeden Fall zum Boxautomaten. Dann geh du fighten und ich mach Mülltonne, weil dann haben wir aufgeteilt. So, Friends. Nächste Gegend, 5k. Wo war das? Hier oder hier? Wahrscheinlich hier in die Richtung. Okay, wir kaufen frei und... hier kosten Miner direkt 1000. Und hier kann man sich einen Dancer für 1500 holen. André, wir holen uns gleich den Dancer. Wie viel Cash hast du auf Tash, sei ehrlich? Der Minion Maker. 800? Okay, pass auf. Hire Dancer. 10 Bright Core. Okay, wir kriegen die nächste Sache. Aber wir haben hier schon, ihr seht schon, unsere Produktion von diesen Copper Ore sind schon extrem hoch, Freunde. Das heißt, wir können eigentlich direkt wieder zurück zum Shop gehen und da noch ein paar Zombies klatschen. Weil wenn man die auf Kopf trifft, Freunde, sind sie, glaube ich, One-Shot, ja. Auf Kopf ist One-Shot. Das Ding ist nur, sie spawnen relativ langsam. Ich weiß nicht, ob man das noch erhöhen kann oder ob man hier, wenn man die Leute hired, anheuert sozusagen, ob sie das alleine dann killen, weil dann braucht man ja nichts mehr machen. Und wenn das geht, müsste man das eigentlich priorisieren. Ich glaube, Kalle, wir machen jetzt sogar Tryhard-Modus und sammeln direkt 20.000 auf Dings und kaufen uns das mal, Freunde. Lass es machen. Okay, ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Okay, Freunde, wie ihr sehen könnt, haben wir 16.000 gespart, haben noch 3.000 und die anderen hier, diese 9, die wir kriegen, Brightcore, die geben sogar doppelt so viel Gold. Hier tauschen wir einmal alles ein, Friends. Zack. So. Und hier. Und wir haben 20.000. Wir könnten uns jetzt das Bett holen oder wir graden damit die komplette Factory ab, Freunde. Was hättet ihr gemacht, Kalle? Was sagst du? Wollen wir es riskieren? Ich bin ehrlich, wir müssen wissen, was dieses Bett macht. Okay, komm. Wir haben jetzt Betten. Okay. Ich glaube, man muss alles freikaufen, damit es überhaupt funktioniert. Das wäre mein, sag ich mal, ne? Ah, ich glaube, man muss alles kaufen, weil man muss den Essen kaufen, man muss den Minions und man muss den Armor und Weapons kaufen, damit sie überhaupt hier kämpfen können. Das war jetzt ein bisschen schlecht investiert, sage ich mal, aber wir kriegen sowieso schnell Sachen plus. Deswegen guck mal hier und mein Gold schon wieder. Ich habe wieder 4000 auf Tash. Jetzt gehen wir in die Factory, Friends, und holen uns da auch nochmal die ganzen Miner hier. So, zack. Kriegen wir dafür auch dieses Brightcore? Ja, wir kriegen dafür Brightcore und das gibt nochmal doppelt so viel Gold. Okay, krass. Wie viel kriegen wir davon? Ah, da kriegen wir auch schon einiges. Das sind so 20 die Sekunde oder so, würde ich sagen. Okay, guck mal. Das ist jetzt der Loop des Games, sage ich mal. Du gehst halt in die Factory, gradest sie ab, kriegst mehr Gold und dann stackt sich das alles nach oben, Freunde. Ich feiere so eine Prinzipien. Die sind halt, wie gesagt, wie bei Roblox. Ne, um ein bisschen die Leute zu fesseln, sage ich mal. Mal 2,5 für ein Upgrade, das ist krass. Und 15.000, um in die nächste Gegend zu kommen. Was ich mich frage, ja? Wann kriegt man die Army? Ja, ich glaube, man muss alles freikaufen dafür. Und dann kriegst du die Instant, das sind 120.000, die du ausgeben musst. Ja, schon, aber vielleicht lohnt sich das vom Cash-Prinzip her, Freunde.
Aber ja, ich würde sagen, wir kaufen uns nochmal alles frei und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir noch ein bisschen Cash gespart haben. So, Friends, wir haben nochmal 7k gespart und können uns jetzt nochmal hier so viel Shit holen, dass wir wieder 17k auf Tasche haben, Freunde. Nee, sogar André, mehr, 20k. Ja. Ich habe auch noch 3000 für dich gefarmt. Okay, nice. Und das Ding ist, Kalle kriegt halt kein Geld, sondern nur ich. Deswegen muss er ganz halt hier diesen Tisch drücken und einfach farmen. Kuss geht raus an Kalle dafür. Okay, so. Was machen wir jetzt? Upgraden wir nochmal alle 4.000 für 5.000? André, guck mich oder an. Oder gehen wir in die nächste Gegend? Ha? Wir müssen in den nächsten Raum. Guck eigentlich schon. An. Unlock Room. Wir gehen rein. Und da kostet halt einer auch 1.000, ne? Das heißt, wir kriegen wahrscheinlich dasselbe. Dieses Bright-Ding. Brightcore, aber das ist super stark, Freunde. Wir kriegen doppelt so viel. Okay, dann können wir hier nochmal alle freikaufen. Was macht der Typ, der da liegt? Was gibt der? Fix Pipes. Wie viel gibt das? 40 30. wahrscheinlich, ne? 30 nur. Der Typ, der da liegt, wo denn? Das Bett neben dir, wo du gerade warst. Für 5.000. Hier bei vorne. Den Zombies? Nee. Hier. Ah, Higher Security. Ah, das kostet 5k, oder was? Yes. Okay, Freunde, das holen wir uns kurz. Das haben wir ja easy. Warte, zack, Shop. Bin mal gespannt, was der Security gibt. Meistens geben die, die so einzeln sind, nochmal den Stein danach schon. Guck mal, wir gehen in die Lobby rein, haben wieder 15k auf Tasche, Freunde. Es geht jetzt richtig schnell nach oben. Macht unnormal Spaß, ich feiere das. Okay, wir holen uns die Security. Ja, 5.000. Brightcore per Second, aber 10. Okay, okay, warte mal. Das Ding ist, wenn wir ein upgraden, kriegen wir, glaube ich... Ja, ich glaube, es lohnt sich sogar mehr. Wie viel Cash hast du gerade auf Tash? 1,5. Gib mal bitte, dann kann ich den Security nochmal upgraden. Freunde, ich glaube, das bringt mehr, wenn wir den erstmal upgraden. Ja, Mann. 15 Brightcore pro Sekunde. Okay, wir kriegen jetzt hier auch unnormal viel. Und ihr müsst das Ganze immer mal 2 rechnen von diesem Brightcore. Wie viel brauchen wir, um in die nächste Gegend zu kommen? 50.000. Okay, das ist krank, Freunde. Aber ich würde sagen, wir werden jetzt von hinten nach vorne erstmal alles upgraden, was wir können, damit wir noch mehr Geld machen. Guck mal, ihr könnt schon sehen, wie viel Kohle wir kriegen. Direkt wieder 8.000 auf Tasche. So, zack, zack, 10.000. Naja, der Dancer wird auch gleich geupgradet, Freunde. So, aber wir gehen jetzt erstmal in die Factory und gucken, ob man hier noch was upgraden kann. Können wir nicht. Können wir hier noch was upgraden? Guck mal, das kostet nur 1.000. Dann können wir den hier auch noch upgraden. Zack. Oh, wir haben Bartender gar nicht geholt. Den können wir auch noch upgraden. Der kostet aber 5k. Ich glaube... Oh, wir haben sogar genug, um den upzugraden. Boom. Copper per Second nochmal plus 10, Freunde. Ich glaube, von hinten nach vorne alles upgraden lohnt sich mehr, weil das im Nachhinein halt immer einfach passiv weiterläuft. Also ist eigentlich egal, wie viel Kohle wir machen. Wir werden immer passiv weiter Cash machen. Okay, Friends. Guck dir mal an. Der ist einfach Türsteher. Der steht da so mit Rick so. Du kommst hier nicht rein, ey. Aber er will die Drinks verkaufen, Freunde. Er ist Bartender, will die Drinks verkaufen, aber sieht aus, als würde er die auf Fresse hauen wollen. Okay. Egal. So, Dancer und so müssen wir auch noch upgraden. Oh, guck mal, allein der Raum wird mich noch 20.000, 30.000 kosten. Ja, Kalle hilft hier. 1.000. Kalle hilft hier mit 1.000 Gold. Digga, ich glaube, es lohnt sich mehr für dich, die Zombies zu klatschen, anstatt hier zu chillen, sage ich dir so, wie es ist. Aber wir gehen jetzt wieder eintauschen, Friends, und können uns auf jeden Fall die nächsten Upgrades kaufen. Und guck mal, wie weit das noch geht. Ne? Hier gibt es noch irgendwas mit Obsidian Ore, Malachit und Rainbow Ore. Das wird noch richtig lange dauern. Guck mal, wir sind erst hier. Okay, aber wir sind schon gut dabei. 17.000 wieder auf Tasche, Freunde. Ich würde sagen... Ja. Warte mal, Kalle, ich will mal eine Sache ausprobieren. Okay. Komm mal mit hier in die Pit. Komm mal mit in die Pit. Spawn dann mehr, als würde man zusammen alleine hier chillen. Ich glaube nicht. Es ist ganz normal. Ich habe halt rausgefunden, Freunde, spawnen auf jeden Fall mehr, wenn man drinnen steht. Wenn man draußen steht, spawnen die nicht so schnell. Aber zu zweit kann man hier nicht wirklich viel machen. Aber Kalle, macht dir das nicht mehr Spaß, als da auf diese Knöpfe zu drücken? Ich glaube schon. Bin dir ehrlich? Ja? Beides ist nicht sehr erfüllend. Ja, verständlich. Aber wir haben 30.000 auf Cash. Tash, meine ich. Cash auf Tash. Okay, wir gehen in die Factory rein. Und ballern alles hier rein, Freunde. So. Bumm. Brightcore. Bumm. Brightcore. Digga, wir werden so reich. Oh mein Gott, wir können alles kaufen, oder? Ja. Wir haben den dritten Raum auch komplett gekauft, Freunde. Und guckt mal, wir kriegen jetzt sogar schon mehr Brightcore, als wir normal Kupfererz bekommen. Und das können wir nochmal für das Doppelte verkaufen. Guck mal, ich war jetzt, keine Ahnung, wie lange war ich weg?
vielleicht 2 Minuten maximal und ich kann jetzt schon wieder eintauschen und kriege, ja, 12.000. Okay, jetzt geht's rund, Freunde. Wir müssen eigentlich nur hier chillen. Kalle klatscht ein paar Zombies weg. Ist so. Ah? Aber warte mal, ich kann dir doch die Scar droppen. Wenn ich bin dein erster Kampf-Minion. Und ich würde immer noch gerne das hier freikaufen, aber dafür brauchen wir 40.000 und nochmal 60, also 100.000. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt schon lohnt, weil die 100.000 könnten wir auch in unsere Factory reinballern, Freunde. Und da lohnt sich das, glaube ich, mehr. Okay, André, wir gehen nochmal in die Factory, ja? Die Scar ist despawned. Nein. Ah, die kostet nicht 4.000 oder so. Also für Kalle ist das viel, weil er kriegt keinen, aber für mich ist es nicht viel, ist Freunde. So. Okay. Doch, wir holen die Upgrades raus. Wir ballern hier das ganze Brightcore noch nach oben. So. Und dann vom Ding her haben wir jetzt erstmal einen kurzen Stopp. Ja, wir brauchen nochmal 10.000, aber guck mal, dafür gehen wir einfach in den Shop, tauschen einmal ein und haben es wieder. Guck. Bumm. Bumm. Ja, wieder 10.000 auf Tasche, 13.000 auf Tasche. Wir gehen jetzt nochmal in die Factory, holen uns nochmal den Rest frei. So. 5.000. 5.000. Ich glaube, wir haben jetzt alles in den Räumen freigeschaltet und müssen jetzt einfach sparen, Freunde. Das erspare ich euch, denn wir machen jetzt einen kurzen Cut und sehen uns gleich wieder. So, Freunde. Kalle, entspann dich mal kurz, weil das ist todeslaut. Wir kaufen jetzt Food for Minions und wir kaufen Armor for Minions. Wir haben 100.000 gespart. André? Ja? Ich weiß gerade nicht, was passiert ist, aber was guck denn? Mal, was ich plötzlich bekommen habe. Ja, ich habe das auch bekommen. Ich glaube, das kriegt man einfach, wenn man ein bisschen länger spielt, Freunde. Weil wir sind schon gute 30, 40 Minuten dabei. Ich habe jetzt alles gekauft, aber... Ich weiß nicht, ob das was gebracht hat. Bin ich ehrlich? Warte, ich guck mal. Er sagt doch hier irgendwie, ja... Take care of your minions. Aber wir haben doch alles gekauft, Freunde. Was soll das sein? Oder ist es einfach nur so zum Geld ausgeben? Oder gibt das passiv einfach mehr Cash? Heißt es, unsere Minis dadurch glücklicher und farmen dadurch schneller? Ich weiß es nicht, Freunde. Auf jeden Fall haben wir jetzt nochmal 60.000 am Start. 70.000 sogar. Guck mal, hier trainieren die. Hier trainieren die. Wo trainieren die? Bei dem Sportplatz, ja. Genau. Someone stole our statues. All the minions are talking about it. Please bring them back. Okay, man kann die Statuen hier kaufen. Für 30.000, für 50.000 und für... 300.000. Freunde, aber ich würde sagen, wir stoppen hier das ganze Video, denn wir machen noch einen zweiten Teil, weil wir werden hier locker. Also ich bin euch ehrlich, hätte ich das jetzt nicht aufgenommen, würde ich jetzt eine Stunde privat weiterspielen. Das macht unnormal viel Spaß. Der wird direkt morgen gedroppt, Freunde. Deswegen schaltet die Glocke ein, lasst ein Like und ein Abo da, wenn euch sowas gefällt. Und wir sehen uns morgen im zweiten Teil. Let's go!